In Rot. Den Terraner. Wieso ist mein... Wieso blendet es das nicht mehr? Irgendwas buggt hier ein bisschen. Jo, auf jeden Fall, wir haben hier The Riddler. Unter seinem Avilo-Account. Ey, wenn der und Avilo hier wieder aufeinandertreffen, dann wird das richtig Banane. Und der spielt gegen den Zerg hier in Blau. Das hier ist Cicada. Wie gesagt, das bringt jetzt hier ein bisschen Normalität in die Sache rein. Die beiden sind ein bisschen, ja, standardisiertere Spieler. Das ist kein Print F mit drin, da ist kein Avido mit drin. Es steht zwar Avido drauf, aber es ist kein Avido drin. Das täuscht. Avido ist Terran. So. Und das heißt, wir warten jetzt mal, was von diesem Spiel auf uns zukommt, was da noch alles abgeht. So, momentan sieht man da, ja, wenig Überraschendes. Wir haben Edge, Gas und Spawning Pool. Und auf der anderen Seite das Gas und die Barracks. Das heißt, wir haben eine Reaper Expansion hier. Und alles nimmt so seinen Lauf. In diesem Matchup also sehr entspannt hier momentan. Gar kein Stress. Gar kein Stress hier. So, ich will nur gerade was nachschauen. Moment. Ich finde gerade ein Reaper. Ist im Bau. Gott. Ja, SCV ist noch am Scouten. Wird auch alles easy sehen. So, ich wollte auf das Ding. Genau. Okay. Und nebenbei, die Lips und TVD sind echt broken. So, ja, Reaper ist unterwegs, rein in die Mainbase, übrigens Skins, aber bei NA ist, haben irgendwie alle irgendwie Skins an, bei NA juckt das keinen, ob Skins erlaubt sind oder nicht. Ja, da geht's rein in die Mainbase, ein paar Linge sind da, Queen spawnt auch gleich, der Reaper wird hier nicht allzu viel anrichten können, wir sind danach die Factory, den Reaktor, also es geht hier Richtung 1-1-1, der einfach gerade 12 Pool Worker rusht. Der TVT ist generell ein sehr wackeliges Matchup, irgendwie schon seit Hots. Jo, da haben wir mal einen Overlord beschossen. Der Reaper gibt kurz die Highground Vision. Der Marine gibt sich größte Mühe, diesen Overlord zu erwischen. Und wird den auch kriegen, weil der Reaper geht einfach nochmal mit hoch. Nächster Highground. Der Overlord tanzt hin und her zwischen den Highgrounds. Ist das süß, aber es findet trotzdem hier sein Ende. Auf Wiedersehen, Scouting Overlord von Cicada. Wir haben einen Starport unterwegs. Da ist der 1-1-1. Wir haben hier die Factory mit Reaktor, die Barracks und Tech Lab. Der Starport kommt mit dazu. Zweite. Command Center steht und der Reaper wird hier ein bisschen harassed, aber hat nochmal einen Kill geholt. Aber gleich ist Link Speed ready, das heißt, der Reaper kann hier nicht mehr allzu viel anrichten. So, Link Speed Upgrade und auf Wiedersehen Reaper. Und wir haben hier, ja, einfach ein bisschen Hochmakron. Wie gesagt, die beiden sind nicht so kirre. Da ist nicht so viel Verrücktheit im Game, sondern das sieht alles ein bisschen geregelt aus. Wie man hier sieht, es sind vier Queens da. Der Helden schaut mal vorbei, geht auf Scouting Tour, sieht, okay, dritte Basis steht. Wir haben momentan die ersten vier Hellions draußen. Wo sind die anderen drei? Gibt es hier einen Medivac? Es gibt erstmal einen Viking, aber es könnte noch einen Medivac geben. Natürlich, der Overlord ist tot, das heißt überhaupt kein Scouting hier gerade möglich für Cicada, weil der Marine komplett rausgelaufen ist, um den Overlord zu snipen. Das Viking sucht noch nach einem weiteren Overlord, auch das hat einen Skin an und das Medivac wird jetzt hier gebaut. Das heißt, wir werden einen Hellion Drop sehen, denke ich, in die Mainbase. Dafür stellen die Hellions hier noch parat. Die können natürlich auch sehr, sehr viele Drones durchbrennen. Danach geht es Richtung Bio. Und wir haben, ja, das Viking eiert durch die Gegend, aber findet erstmal nichts. Der nächstbeste Overlord ist hier. Und Creep Spread wächst. Leertech kommt mit dazu. Ein paar Länge patrouillieren hier, falls da noch was rankommt, reinkommt. Wir haben ein Baning Nest plus 1 Carapace. Wie gesagt, die beiden spielen da ein recht normales Spiel. Die Hellions jetzt hier bekommen gleich Gesellschaft vom Medivac. Es ist keine Armory da. Das heißt, es gibt keinen Hellbat Transform. Das Medivac ist leer übrigens. Die Hellions chillen gerade hier noch am Rande des Gebiets rum. Ja, jetzt geht's Richtung Medivac. Da kommt gleich der Loaden. Und da geht's auch rein. Das Viking checkt nochmal kurz die Lage ab, damit der Drop auch möglichst lange unentdeckt bleibt. Stößt es auch hier auf diesen Overlord.
Und den kann es locker mitnehmen. Außer die Queens wollen da wirklich ranlaufen, aber das dauert ein bisschen. Ja, und jetzt geht's rein mit den Hellbats, mit den Hellions, Entschuldigung, in die Mainbase. Danach gibt's weitere Medivacs und Marines natürlich. Bio wird gespielt und da geht's ran. Hellions fahren rein und natürlich drei Hellions rein zum One-Shotten. Und da waren die Drones mal durchgebrannt. Patrons sterben direkt und sofort wird ihn eingeladen. Wenn das ist, Viking hat weiter Spaß, holt sich seinen zweiten Kill hier auch schon. Die Queens sind in der Gegend, kommt der schon Zeus, dann Zeus kommt. Das Viking kann diesen Overlord nicht snipen und die Queens kümmert sich ums Viking. Ja, es zieht sie zurück, aber es ist schon zu weit vorne, wird gesniped. Der Drop hier zieht sich auch zurück. Es sind wie viele Drones verbrannt? 3 Stück. Dafür Viking und Reaper gestorben bei Avilo. Entschuldigung, bei der Riddler. Doch auf EU gibt es mehrere Spieler, die komplett ohne Skins spielen. Auf NA habe ich bisher noch keinen gefunden, der ohne Skins spielt. Ja, da kommt die Amri für 2-2 Upgrades. Natürlich dann auch für den Hellbat schon. Storm, es sind noch ein paar Hellions mit drin. Wir haben auch mehr Hellions noch im Bau. Also der Hellbat Push jetzt hier mit den Marines, der kommt gleich an den Start. Cicada momentan baut Linge und Baninge. Natürlich, Baninge ist sehr, sehr wertvoll, sowohl gegen Hellbats als auch gegen Marines. Sind ein harter Konter. Problem ist natürlich, die Baninge haben noch kein Speed Upgrade. Das wird gerade erforscht. Das ist zur Hälfte fertiggestellt, aber der Push kommt halt bereits an. So, da geht's nach vorne. Der Riddler's Army steht hier am Rande des Creeps, brennt den auch schon mal weg. Die Kikumori werden gesniped. Ah, zumindest einer davon, der zweite lebt noch immer. Jetzt hier, auch der geht down. Da geht's auf den Scorecaller, der ist tot. Die dritte Basis wird hier angegangen. Da kommt der Helbert Transform. Die Baninge sind ready. Speed Upgrade fehlt noch. Speed Upgrade braucht immer noch ein paar Sekunden. Die dritte Basis ist einfach rausgefokust hier. Von der Riddler hat da einfach total Kreuzfeuer hier. Die Basis geht einfach easy down. Auch das Gas stirbt hier und der Riddler marschiert jetzt einfach weiter. Er drückt da richtig hart durch, kriegt auch noch ein paar Drones hier noch mit dabei. Die transferieren sich gerade zwischen den Basen und her. Jetzt kommen die Banning mit vorwärts. Jetzt ist das Banning Speed mit da und jetzt ist alles on creep. Und da kullen die Banninge nach vorne, wollte die Mietz natürlich rein, aber Spreading ist gut hier für den Riddler. Nächsten Banning kommen noch mit dazu, die Queens geben hier alles. Die Drones werden gezogen, aber das sieht hier nicht gut aus für Cicada. Und der Riddler rollt hier einfach über Cicada drüber. Mit Extin sie nochmal nach hinten, aber da ist nichts mehr übrig für den Zerg. Die Karte jetzt bereits im Supply hinten, gleich am Work-Account. Die Marines nochmal da, jagen gerade die Queens vor sich her. Sind jetzt in der Natural, den nächsten Drones, der den gezogen. Wenn man Drones in Hellbats zieht, ist das kein gutes Zeichen, denn die brennen sich da einfach fröhlich hoch. Es sind keine Hellbats mehr da, habt die Marines erledigen. Den Rest, Work-Account runter auf 25. Da kommt dann nochmal Reinforcement und die Karte kann nochmal den Terraner zurückdrängen. Problem ist, die Basis hier steht schon hart unter Feuer und der Terraner kann einfach, ja, nachbauen, nachbauen, nachbauen. Da kommt viel mehr nach hier beim Terraner. Hat hier einen riesen Supply-Vorsprung. Wird da eigentlich nochmal eingeladen? Das war ein Missklick. Der Loadin, da wird er mal nach hinten geboostet. Trotzdem, Riddler ist hier 30 Supply vorne. Cicada ist auf 27 Drones. Er kämpft nochmal weiter, aber das sieht nicht gut für ihn aus. Die nächste Welle vom Terraner ist hier bereits gebaut. Drittes Kommandant steht hier auch und meint auch schon, mit 50 zu 30 gebe ich jetzt hier Cicada nicht so viele Chancen, dass er das sich nochmal holen kann. Er hat jetzt die Hydras draußen, er hat Linge und Baninge. Jetzt auch mit Speed Upgrade, die Baninge plus 1 Color Pace ist auf allem drauf. Die Basis hier ist schon angeschlagen, meint nicht wirklich, 34 Worker. Und es werden weitere Linge und Baninge gebaut, denn der Terraner kann einfach direkt weiter pushen. Marine scoutet mal kurz durch, hält mal kurz den Creep. Und hier drüben weitere Marine auf Scouting Tour. Der Riddler ist da noch ein bisschen vorsichtig gerade, aber er hat jetzt hier mehrere Hellbats, da, mehrere Liberator. Was rede ich gerade für einen Blödsinn? Da ist jetzt Doppel Factory tatsächlich am Start. Also wir sehen hier Panzerproduktion. Mehrfach Panzerproduktion. Es sind 4 Factories hier, also es switcht jetzt hier so Stück für Stück auf Mech tatsächlich. Ha, spannend. Weil er hat sich hier eigentlich die Stim-Combination plus 1 Attack geholt, aber jetzt kommt halt wirklich so ein Mech-Switch mit Doppelpanzerproduktion, Doppel-Hellion-Produktion, Vierfach-Hellion-Produktion und natürlich auch Vikings mit dazu. Also das nutzt jetzt hier der Riddler voll aus und ich sehe eigentlich wenig Chancen, wie sie kann, dass ich da nochmal rankämpfen kann. Denn der Terraner wächst jetzt einfach mehr und mehr und der Zerg ist einfach nur jetzt nur noch am Start in den nächsten Engagements. Man sieht es hier, 50 Supply vorne, easy. Ja, da geht's ran an die Basis und die kann einfach getot-focused werden. Marines sind da, ein Banning ist mit dabei, aber der wird geklärt. Jetzt kommt die restlichen Banning, das kann wir tun. Und die Banning crushen auch ziemlich ordentlich rein, die Medics sind nochmal vollgeladen. Da ist wieder, ein Medic ist sogar gesniped. Da verliert tatsächlich hier der Riddler einiges an Supply, aber er baut eben hinter Mech. Wenn jetzt die Marines verliert, so wichtig ist es mir auch nicht. 21, ja, übrigens nur noch 21 Worker übrig, das sollte man erwähnen. Der Zerg hat halt echt nichts an Worker, versucht jetzt mit dem Gegnergriff und die dritte Basis abgeräumt. Okay, das ist Damage, der schon mal wichtig ist. 21 zu 38 ist jetzt hier der Worker-Count, aber hier sind eben Tanks und davon nicht zu knapp. Die Bändinge hier kommen nicht wirklich durch. Ja, die Hellbats klären das nochmal, die Hydras wollen aufs Command sein, aber das bleibt am Leben. Die Hanzikade ist jetzt mit einer richtig grottenschlechten Economy mit Mech konfrontiert und das ist,
Ja, das ist eben der Punkt, wo ich nicht sehe, wie das Spiel hier gewinnt. Die dritte Basis fliegt drüber, die vierte Basis von Terran ist auch schon ready. Es sind hier drüben, die Barracks chillt durch die Luft, die Barracks hier chillt durch die Luft. Hey, bei Marines sind wieder ein Hotz. Ne, wir sind auf NA. Wo die Zeit manchmal stillsteht. Ja, Cicada gibt sich immer noch nicht auf, aber ich gebe ihm immer noch nicht mehr Chancen. Er hat zwar die dritte Basis einmal die SCVs hochgesprengt. Wir sind inzwischen bei 60 zu 25 toten Workern. Das ist schön. Aber Problem ist, diese Army hier hat zwar keine Upgrades, aber ganz ehrlich, die Feuerpower. Vor allem die Basis ist so einfach zu belagern. Wie man hier sieht, Liberator positioniert sich, Helbert Transform, Panzerwand gesiegt und puff. Wenn das nicht drüben, wird gerade die Hydras abgezogen, um die Barracks zu snipen. Ha, schöne Ablenkung. Ja, die Basis hier ist auf jeden Fall tot, überlebt das nicht mehr, damit zurück auf zwei Basen und Cicada hat hier halt einfach nichts mehr. Die Basis hier geht down, das Spawn noch ein paar Länge, aber na. Der Max-Switch ist zu krass hier, die Situation ist für Riddler viel zu weit bereits fortgeschritten. Und ja, die Linge, hallo zu Helbets und tschüss zu Helbets. Das ist der Pain-Train für den Zerg. Es ist wie eine brennende Wand auf dich zuschiebt und du kannst nichts dagegen tun. Die Linge rennt jetzt nochmal rein auf die Panzer. Der Zerg gibt nochmal alles. Aber alles ist nicht genug. Doppelt das Supply hier. Cicada, er baut nochmal ein paar drei Männinge auf seinen zwei Basen, die er noch hat. Er hat halt echt nichts mehr. Nochmal Scan auf dem Creep. Die Helbets haben nochmal Spaß. Und die Panzer sind wieder gesiegt. Das ist so durch. Cheap. Schön. Gozo User. Der hat halt von 2011 bis 2000. Was war das? 2015 war er vielleicht relevant, wenn überhaupt ist 2015. Rhino Blue Flame. Ja, der Maxage war, glaube ich, ein bisschen ungeplant. War ein bisschen improvisiert. Jo, aber damit haben wir 1-0. Den Terraner in Rot hier mit der Führung. Es ist The Riddler. Und der spielt gegen den Zerg hier in Blau. Es ist Cicada. So. Ja, wir haben Reaper Expansion bei The Riddler und bei Cicada wieder die Hedge First. Hier sogar an Position der dritten Basis, damit ich hier sich die Basis auch noch schnell mit dazu holen kann. Also gar kein Stress hier. What? Dieses LFSN-Emote, was ist das? Wo Hype, dieses Marmeladengras, wo Hype draufsteht, was ist das? Ich kenne das nicht. LFSB, jetzt ist das ein Baguette. Von wem kommt das, von welchem Channel? Nur das für Franz Games. LFSB. Ich habe keinen Plan, wo die Emotes herkommen. Also woher diese E-Mails, die du gerade postest, herkommen? Was der Ursprung von denen ist? Sind die Twitch generell oder sind die von irgendeinem Kanal? Weil ich kenne das Kürzel überhaupt nicht. Ich kann das Kürzel auch nicht zudeuten. Und dieses Kürzel gehört. Dieses LFS. So, der Reaper hier macht ein bisschen Stress. Will Linge clearen. Und die Linge sind auch alle schon low. Aber jetzt ist die Mutti da und die Mutti sagt nein, nein. Verschwinde aus meiner Basis und eine Drone wird auch noch mit draufgezogen. Die Drone hier, die Fighter Drone, bezahlt dafür mit dem Leben. Mut zahlt sich nicht immer aus. Ja. Der Riddler spielt hier wieder die Factory und Reaktor, also geht wieder Richtung 1-1-1. Baut ne Widowmine. Cancelt die aber. Ah. Baut Doppelmarine tatsächlich. Doppelmarine und ne Widowmine. Schön. Bisschen was anderes. Starport mit dazu. Kann also trotzdem einen schönen Drop ergeben. Dritte Basis wird abgescoutet vom Reaper. Und Cicada droht ein bisschen. Linkspeed ist gleich da. Das heißt, der Reaper hat gleich ein sehr, sehr schweres Leben. Versucht jetzt auch zu fliehen. Ah. Kommt hier. Kommt die raus. Die Linge. Ha, die Linge. Bisschen verarscht. Zombie Grab hat ihn eben gecastet. Ach, Avilo. Okay. Meinst du? Ja, Videos Spiele sind, glaube ich, begehrt. Weil er halt so eine... Er ist halt echt ein bekannter Name. Er mag keinen guten Namen haben, aber er ist halt ein bekannter Name. Er bringt Viewerzahlen.
Ja, der Reaper lebt noch. Vermutlich nicht mehr lange. Wir haben das Medivac unterwegs für The Riddler. Hat jetzt hier wieder Aliens, Marines, Widowmine. Kann das so einen richtig schönen kombinierten Drop starten. Da haben wir kurz die Barracks an den Reaktor. Die Factory hier baut sich ein Tech Lab. Und der Starport produziert ein zweites Medivac. Das wird ein Doppeldrop sogar. Und hier kommt das dritte Command Center. Also Riddler dreht hier ordentlich am Rad. Hier haben wir ein Supply Depot. Und der Reaper ist gestorben. Die Queens haben sich darum gekümmert. Und hier setzt jetzt auch mehr und mehr Creep. Aliens fahren hier mal kurz raus. Wer schreibt mir denn hier? Caffeinate. So. Da geht's ran. So, das sieht man in allen Discord-Servern, dass ich am Streamen bin. Ha! Ganz vergessen. Jeder Discord-Server, wo ich drin bin, sieht, dass ich currently streaming NA Challenger bin. Ha! Ganz vergessen, dass das ja mit drin ist. Ich sollte mehr Discord-Servern joinen, um mehr Werbung zu machen. Weil ich glaube, da klicken die wenigsten drauf. Ja, da geht der Drop los und das ist ein richtig fetter Drop. Es sind drei Medivacs beladen mit Einheiten. Panzer, Marines, Widowmine, es ist alles drin. Rewe, einmal hin, alles drin. War das Rewe? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Kiral, das ist NA. Das ist nicht EU. Stefano ist EU. Das ist zwar Nutella, aber... Ach, das ist Nutella. Lol. Keine Ahnung, ich hab's mit Nutella nicht. Ach, von Le French Stallion. Macht Musik und rastet aus. Okay, das heißt, das erkennt jetzt auch das Kürzel. Ja, der Helle wird auch noch eingeladen. Nein, wird nicht eingeladen. Dreifach Drop Richtung Mainbase, aber Cicada ist vorbereitet. Der Riddler wird da nicht viel Erfolg mit haben. Er versucht es trotzdem, er drückt das hier durch. Und er lädt jetzt hier einfach, er lädt eiskalt aus. Gegen die Queens, Panzer, Doppelpanzer werden gesiegt. Und die Drones zeichnen sich auf. Fuck, die erste Queen wird jetzt in die Luft gesprengt. Die nächsten Queens haben auch sehr viel Schaden. Es passiert aber auch sehr viel Schaden an der Terraner-Armee. Die Medics, eins wurde gesniped hier vom Squadron. Die Queens fighten hier weiter. Die Linge wurde gekillt. Und das sieht jetzt doch sehr gut aus für den Riddler. Die Panzer machen einfach so viel Damage aus der zweiten Reihe. Die Marines leben noch. Jetzt kommen noch ein paar wenige mit dazu. Die können auch noch gefokust werden. Die Panzer werden im Schicksal überlassen. Erster Panzer ist down. Marines werden gekillt. Zweiter Panzer ballert nochmal kurz raus und haut nochmal die Queen hier aus dem Leben. Wird knapp, aber er kriegt die Queen und kann auch. Nein, kann keinen weiteren Schuss mehr absetzen. Das war ein komischer Fight. Ich hätte immer ein Baguette dabei, aber rede fast in Englisch. Streamer, what the fuck, was? So, wir haben drei tote Drones gerade mal. Das waren zwei, die er gekillt hat. Die eine kam nicht vom Reaper noch. Und er hat halt sehr viele Einheiten dabei verloren. Aber Liberator ist unterwegs als nächstes. Währenddessen Cicada mit dem Infestation Pit hat seine drei Basen immer noch. 66 Drones zu 55 SCVs. Und der Spawn sagt, hi, na. Er macht zwei Kills. Drei Kills. Und ist er down. Das ist noch ein vierter Kill? Hat der mitgezählt? So, Avido hier, der Riddler hier unterwegs mit Hellions. Und es kommt wieder der Switch auf Mac übrigens, wie man hier sieht. Es sind Doppelpanzer in Produktion. Wir haben hier momentan eine Armory. Aber es ist hier, wo ist die andere Factory mit? Da sind die zwei Factories mit Tech Lab, die Panzer produzieren. Wenn es die Hellions hier chillen, komplett on creep. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Ollie of Rock. Party Prophet hat Emotes ohne Ende. So. Hi und bye Hellions. Ist total doch, aber sehr entertaining. Okay. Ja, Hivetech bereits unterwegs für Cicada. Vierte Basis kommt mir dazu. 64 zu 68 der Work-Account. Und ja, hier sehen wir Mac von The Riddler. Der macht jetzt hier keinen Stress. Da kommt auch Blue Flame. Da kommt plus 1 Attack. Da kommt nur mehr Factory Power. Und beim Zerg gibt es hier vierte Basis. Linge jagen noch kurz ein paar Aliens. Wir haben momentan Ling Hydra. Ling Hydra ist gegen Mac eigentlich echt keine gute Army-Kompo. Die sterben viel zu schnell an dem Panzerfeuer und auch am Hellionfeuer. Ihr seht, die Hellions spielen schon ziemlich mit den Lingen. Da flitzt Cicada schon einige Linge. Der Rest ist schwer angeschlagen. Hydras kümmert sich jetzt darum. So, und ja, Riddler baut sich auf aus seinen drei Basen. Baut gerade eine vierte. Geht auch auf die Smart Servos. Das Transformationsgeschwindigkeitsupgrade. Hellions, Hellbats, Vikings und Thor. Zählt nicht für Siege Tanks. Und auch nicht für Liberator. Fände ich eigentlich noch ganz interessant. Aber ich glaube, das wird das Upgrade ein bisschen arg krass machen.
wenn die Panzer und die Leopard davon auch profitieren würden, wäre das, glaube ich, richtig, richtig übel. Also wenn die Panzer schneller siegen würden und die Leopard auch schneller ihren Befreiermodus aktivieren. Ihren Falke-Modus? Ich weiß nicht, wie der Modus im Deutschen heißt. Keine Ahnung. Ja, vierte Basis für den Terran. Belagerungsposition wird eingenommen. Goody wäre stolz auf den Riddler. Und der Zerg, ja, hat hier die Watchtower, hat den Creep überall. Zikada breitet sich aus, bereitet seinen eigenen Tech vor Richtung Late Game mit Vipern, Spire, 2-1 Upgrades. Also upgrade-technisch sind sie jetzt noch nicht so stark mit dabei. Das ist der einzige nicht SC2, die Follow, aber der Zikada passt sehr viel E-Mods bei ihm zu SC2. Hat auch was. So, Smart Servos ist da. Plus 1 Armor kommt, plus 1, was ist das? Vehicle Plating? Was ist das? Wie heißt das jetzt eigentlich offiziell? Vehicle and Ship Plating. Anstatt sich einen neuen Namen einfallen zu lassen, haben sie einfach beides zusammengenommen. Vehicle Plating und Ship Plating wird Vehicle and Ship Plating. Wenn sie einfach auch Mech Plating nennen können. Plus 1 Mech Plating. Oder Mech Plating Level 1. Starcraft-Leute wissen eh, worum es geht. Und alle Nicht-Starcraft-Leute sind doch eh egal. Ja, da kommt der Greater Spire, da kommt Static Defense. Und wir gehen voll Richtung Late Game. Beide haben kein Interesse, sich gerade anzugreifen, aber haben Interesse am Hochmarkron. Und jetzt ist halt eine dicke Zerg-Army da. Die Hellens hier mit Blue Flame fight nochmal gegen die Linge. Die Hydras jetzt hier machen auch der Bekanntschaft damit. Sind die Hydras die richtige Wahl? Das werden wir gleich merken für Zikada. Da kommt jetzt Hydra Bane. Hydra Bane gegen so viele Panzer. Das kann, glaube ich, ziemlich ins Auge gehen. Da kommt der Helbertson-Storm, da kommt der Liberator und da sind die Siege-Tanks. Und währenddessen haben wir hier drüben gerade noch einmal die Hellions rein in die Mainbase. Brennen dann nochmal ein paar Drones durch, die Queens versuchen zu verteidigen. Aber es sind halt echt viele Hellions. Und hier geht es gerade einfach weiter. Da kommt jetzt hier der Push mit den Baningen. Da sind ein paar Panzer gesiegt. Da sieht schon nochmal mehr. Die Hydras fighten jetzt hier. Und die Hydras, ja, werden aus dem Leben gebombt und ziehen sich einmal mehr zurück. Die Hellions werden zu schnell geklärt. Trotzdem, wie gesagt, Hydra Ling ist, finde ich, keine sinnvolle Komposition gegen Mech. Ist so meine Meinung. Ja, es kommt die nächste Welle. Und da kommen jetzt auch die Viper mit dazu. Eventuell jetzt hier mit guten Blinding Clouds. Das ist eine schöne Blinding Cloud. Da kommen noch Dax mit rein. Die Hydras nehmen sich ein paar Panzer vor. Aber weitere Panzer schießen noch. Jetzt ist die Blinding Cloud weg. Und boom, geht es den Hydras wieder an den Kragen. Es kommt plus 3 Armor. Es kommt plus 2 Attack. Und der Tank Train geht einfach weiter. Die Panzer rollen wieder. Irgendwo in der Welt lacht Buddy sich gerade in den Schlaf. Denn hier wird ein Zerg durch Panzer zerstört. Ja, die Hydras geben nochmal alles, um das Reinforcement abzufarmen. Hier ist noch gerade keine weiteren Panzer, hier sind nur Hellions, aber eben die Basis hier von Zikada wird beschossen, die wird das auch nicht überleben. Trotzdem, der Counter-Attack ist da, aber PF versucht das zu verteidigen, die SVs waren alle rausgesprengt von den Banningen, die das erledigen hier den Rest, machen hier weiter Chaos. Vergessen, was Zikada mehr an Feuer kommt, nicht so vor. Kann ja vielleicht noch werden. Was nicht ist, kann noch werden, aber ja, momentan, trotz dem Kill hier der PF, sieht das für Zikada gar nicht so gut aus, denn er kann hier nicht weiter pushen. Die Panzer hier in der Netzwerk, die werden sie die Hydras einfach nur zerstören. Und ja, der Pain Train hier rollt immer noch weiter. Die Kill Tomorrow werden gekillt, die Static Defense hat auch nichts zu melden. Die Panzer denken sich, yo, guck mal, ich mach Damage. Und bei dir so? Die Vikings kämpfen hier gegen die Corruptors, sind keine Bluegods für die. Ist dann auch viel zu viel Anti-Air da. Panzer sieht schon ein weiteres Mal. Und auf Wiedersehen, Drones, denn die sind jetzt auch in der Reihe weiter. Hier drüben jagen die Hellions bereits die Hydras, weil nicht viele Hydras da sind. Und ja, Zikada fehlt an allen Ecken und Enden. Wir kriegen jetzt nochmal einen Panzer geklärt, aber ich sehe nicht viele Möglichkeiten, wie Zikada das gehen wird zu gewinnen. Bei ihm blinkt alles. Er flieht überall Einheiten. Die Drones werden weggebracht. Jo, die sind gut durch. Die sind nicht nur Medium, die sind wirklich durch. Da ist nichts mehr übrig. Hier geht's weiter, der Riddler mit seinem Siegeszug, Helbertonsform, Panzer mit dabei und ja, der Zerg verliert einfach alles. Die Panzer hier, der gemütliche Panzer-Drive-By, wer kennt ihn nicht? Und das ist ein eindeutiges Zeichen, dass der Zerg hier verloren hat. Wenn er mit den Panzern vorbeifahren kann und alles tötet. Da ist jetzt nochmal ein Bulldog mit dabei, 5 Bulldogs mit dabei, aber hallo Vikings. Und auch wieder sind Bulldogs. Und da kommt das G wieder von Zikada und damit ist er im Loser's Bracket. Der Riddler hier, ja, prügelt wirklich Zikada durcheinander und lässt ihm kaum eine Chance hier. Stark gemacht von ihm. Und damit ist es in der nächsten Runde.